Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Simba, dem Bitchback. Ja, was ist passiert? Unser Hund hat ein Mörderdünnschiss. Und wir waren essen. Also ohne Simba, ja, mit einem befreundeten Pärchen und so, ja. Und es ist ja nun mal im Moment so ein bisschen Erkältungszeit und so, ja. Grippe und alles Mögliche. Und Simba, kommst du denn auch wieder da raus? Schön. Und meine Frau ist halt, wie gesagt, ein bisschen erkältet und so, ja. Und hatte ihre Handtasche einfach auf dem Esstisch stehen lassen. Und Simba, der kleine Ganove, ja, brauchst gar nicht so zu gucken, hat die Tasche abgeräumt und den ganzen Inhalt ausgeleert. Ja, ich habe ja schon mal erwähnt, der vandaliert auch gerne mal ein bisschen zu Hause rum. Und in der Tasche drin, da war halt auch eine Packung Hustenbonbons. Und die hat sich unser Hund, na, sag mal. Und die hat sich unser Hund komplett reingezogen, also die komplette Tüte, natürlich mit Papier und allem drum dran. Und ich sag mal, wenn ich na, so 4, 5 von diesen Hustenbonbons futter, na, was hast du denn jetzt? Ah, da hinten sind Gänse oder sowas. Also wenn ich 4, 5 von diesen Hustenbonbons futter, dann schlägt mir das auch auf den Magen. Und er hat sich also die ganze Tüte reingezogen. Und er hatte am selben Abend halt noch wirklich Mörderdünnschiss. Ja, also das war, als würde man den Wasserhahn an der Spüle aufmachen oder so. Das ist gar keine Konsistenz mehr in dem Ganzen. Ja. Naja, was macht man? Also im Prinzip, wir wissen ja, wo es herkommt. Das wird ihn nicht umbringen. Gut ist es natürlich auch nicht. Wir achten jetzt natürlich drauf, dass er genug Wasser immer hat. Also es geht ihm auch gut. Gestern hing er ein bisschen in den Seilen dann da durch. Ne? Aber heute ist er fidel. Die Packung, ja, also der hat das ja komplett gefressen mit dem Verpackungspapier um diese Bonbons rum und alles. Ja. Diese Packungen, die sind schon wieder raus. Die kamen allerdings auf demselben Weg raus, wie sie reingekommen sind. Also sprich, durch die Schnauze, nachts um 4 natürlich, ja, also ich weiß auch nicht, das ist so sein Ding, dass wenn er irgendwas gefressen hat, was er nicht verträgt, dass es also echt nachts meistens dann los wird, also dass er dann sich übergibt, erbricht, ja, ich weiß nicht, woran das liegt, ja. Vielleicht ob das dann, weil der Körper dann halt irgendwie besonders ruhig ist und sich da sortiert oder was in der Nacht, keine Ahnung, naja, war uns natürlich auch eine Lehre. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass wir nichts irgendwie rumliegen lassen, womit er sich schaden oder verletzen könnte. Und das gilt normalerweise auch für Lebensmittel. Aber ich meine, diese dämliche Tüte Hustenbonbons in der Tasche meiner Frau, da hat halt echt keiner dran gedacht. Also ja, so ist es halt dazu gekommen. Simba, komm mal wieder in die andere Richtung. Komm, wir gehen wieder zurück hier. Komm. Komm. Na komm. Und ja, da hat halt echt keiner mehr dran gedacht. Und so ist dazu gekommen. Aber wie ihr seht, der ist fidel, dem geht's gut. Ich habe auch gar nicht den Eindruck, dass er mehr trinkt als sonst. Ja. Deswegen animiere ich ihn auch hin und wieder mal so ein bisschen zum Trinken. Och nö, Simba, lass doch die armen Gänse da hinten in Ruhe. Na komm, komm. Hier, na komm hier. Ja, fein. So. Ich würde an der Stelle dann auch mal Schluss machen. Das Wesentliche bin ich ja losgeworden. Und ich will vielleicht nochmal den Simba animieren, dass er nochmal in die Kamera schaut. Fein, wie auf Kommando. Dann verabschieden wir uns. Dann verabschieden wir uns jetzt hier an der Stelle. Und sagen mal bis zu den nächsten Videos. Ciao.